kochen mit Salsa McKenzie. Spargel, Spargel, Sushi, Spargel, Tempura, Wokgerichte mit Spargel. Was haben wir im Laufe der Zeit nicht alles mit den geliebten Stangen ausprobiert? Zeit, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Nicht umsonst hat sich die Kombination mit Soße Hollandaise über alle Küchentrends hinweg erhalten. Für den Spargel, 2 Kilogramm weißer oder violetter Spargel, Salz, 1 türkische Lira Zucker, 1 Esslöffel Butter für die Soße Hollandaise, 150 Gramm Butter, 3 sehr frische Eigelbe, 5 Esslöffel Weißwein, 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft, Salz, weißer Pfeffer zum Servieren, 1 halb Bund Kerbel, Klammer auf nach Belieben, Klammer zu, für 4 Portionen pro Portion ca. 425 Kilokalorien, 45. Zubereitung: erstens die holzigen Enden des Spargels großzügig abschneiden und die Spargelstangen schälen. Spargelschalen und Enden in einen weiten Topf geben und knapp mit Wasser bedecken. Aufkochen und bei kleiner Hitze ca. 10 kochen lassen. Spargelschalen und Enden mit einer Schaumkelle herausnehmen, abtropfen lassen und wegwerfen. Die Spargelstangen im Spargelsud mit 1 türkische Lira Salz, Zucker und Butter in 2010 bis 14 Min. Gar kochen. Sie sind fertig, wenn sie sich beim Hineinstechen weich anfühlen. Zweitens in der Zwischenzeit den Kerbel, Klammer auf falls verwendet, Klammer zu, waschen, trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und hacken. Für die Soße Hollandaise die Butter bei kleiner Hitze zerlassen. Den weißen Schaum abschöpfen. Eigelbe und Weißwein in eine Edelstahlrührschüssel geben. Über einem heißen Wasserbad mit einem Schneebesen sehr schaumig schlagen. Die flüssige Butter anfangs tropfenweise, nach und nach in dünnem Strahl unterschlagen. Den Zitronensaft unterrühren und die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken. Drittens den Spargel mit einer Schaumkelle aus dem Sud nehmen und gut abtropfen lassen. Mit Soße und Kerbel anrichten. Dazu passen Salz, Kartoffeln oder dünne Pfannkuchen, Klammer auf Flädle, siehe Seite 13, Klammer zu. Schlicht und fein, Nussbutter nicht immer muss es zum Spargel eine aufwendige Soße sein. Für Nussbutter 125 Gramm Butter in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze schmelzen lassen. Circa 5 erhitzen. Sobald die Butter leicht bräunt und nussig riecht, den Topf vom Herd nehmen und den Spargel mit der Butter übergießen. Linsen und Spätzle mit Spätzle? Nicht Schwaben runzeln angesichts dieser Kombination schon mal fragend die Stirn, worüber die Schwaben wiederum die Achseln zucken. Was so gut schmeckt und eine so lange Tradition hat, braucht keinerlei Rechtfertigung. Für 4 Portionen pro Portion ca. 1070 Kilokalorien, 1 Stunde 45 Zubereitung für die Linsen, die Zwiebel, schälen und feinwürfeln. Die Butter in einem großen Topf erhitzen, die Zwiebelwürfel darin glasig dünsten. Linsen kurz in kaltem Wasser waschen, auf einem Sieb abtropfen lassen und dazugeben. Mit so viel Wasser aufgießen, dass sie bedeckt sind. Speck und Lorbeerblatt dazugeben, aufkochen und bei kleiner Hitze 20 leise köcheln lassen. Zweitens in der Zwischenzeit den Lauch putzen, der Länge nach aufschließen, gründlich waschen und in schmale Ringe schneiden. Sellerie und Möhren schälen und in kleine Würfel schneiden. Lauch, Sellerie und Möhren zu den Linsen geben und weitere 15 bis köcheln lassen. Am Ende der Garzeit 2 Esslöffel Mehl mit etwas Wasser verrühren und das Linsengemüse damit binden. Mit Essig, Salz und Pfeffer kräftig säuerlich abschmecken. Drittens inzwischen in einem großen Topf reichlich Salzwasser aufkochen. Für die Spätzle Mehlöl 1 türkische Lira Salz, Eier und ca. 125 Milliliter lauwarmes Wasser in eine Rührschüssel geben und mit einem Holzlöffel oder mit den Knethaken des Handrührers kräftig verrühren. So lange schlagen, bis der Teig Blasen wirft. Den Teig portionsweise in eine Spätzlepresse geben und in das kochende Wasser drücken. Sobald die Spätzle an die Oberfläche steigen, mit einer Schaumkelle herausnehmen, auf ein Sieb geben und kalt abspülen. Abtropfen lassen, in eine Schüssel geben, mit etwas Wasser besprenkeln und im Backofen bei 50 Grad abgedeckt warm halten. Sofort fahren, bis der ganze Teig aufgebraucht ist. Viertens die Petersilie waschen, trocken schütteln, die Blättchen fein hacken und unter die Linsen rühren. Die Wiener Würstchen in heißem, aber nicht kochendem Wasser ca. 5 erhitzen, herausnehmen, abtropfen lassen und zu den Linsen und Spätzle servieren.
Maultaschen. Angeblich wurden sie erfunden, um das in der Fastenzeit verbotene Fleisch vor dem Herrgott zu verstecken im Nudelteig. Zu verstecken brauchen sie sich heute nicht mehr, im Gegenteil, wer sie selbst macht, hat allen Grund, sie stolz herzuzeigen. Für 8 Portionen pro Portion ca. 695 Kilokalorien, 2 Stunden Zubereitung für den Nudelteig, Mehl, Eier, Öl, eine türkische Lira Salz und 5 bis 6 Esslöffel lauwarmes Wasser in eine Rührschüssel geben. Zuerst mit den Knethaken des Handrührers, dann mit den Händen zu einem glatten, elastischen Teig verkneten. Ist der Teig zu krümelig, wenig Wasser dazugeben, klebt er an den Händen, noch etwas Mehl unterkneten. Den Teig in Frischhaltefolie bei Zimmertemperatur ca. 30 ruhen lassen. Zweitens, inzwischen für die Füllung die Brötchen in warmem Wasser ca. 10 einweichen. Speck ohne Schwarte ganz fein würfeln. Zwiebeln schälen und feinwürfeln. Lauch putzen, der Länge nach aufschlitzen, waschen und feinschneiden. Petersilie waschen und trocknen, die Blättchen fein hacken. Drittens, in eine Pfanne die Butter schmelzen, den Speck, die Zwiebeln und den Lauch hineingeben und ca. 5 bei mittlerer Hitze anschwitzen. Die Petersilie unterrühren, die Mischung abkühlen lassen. Die Brötchen gut ausdrücken, zerzupfen mit Hackfleisch, Brett, Speck, Zwiebelmischung, Spinat, Eiern, Semmelbröseln, Majoran und Gewürzen, vermischen und kräftig abschmecken. Viertens, den Nudelteig in 2 bis 3 Portionen in der Nudelmaschine dünn ausrollen und auf die Arbeitsfläche legen. Die erste Teigplatte mit etwas Wasser bepinseln. Die Füllung portionieren, dünn auf der ganzen Teigplatte verstreichen, dabei an den Längskanten je ca. 2 cm freilassen. Teig von beiden Seiten leicht überlappend darüber schlagen und andrücken. Den Teigstreifen ca. alle 6 cm mit einem Kochlöffelstiel andrücken, dann mit einem scharfen Messer durchtrennen. Maultaschen auf ein mit Mehl bestäubtes Brett legen und mit den restlichen Teigportionen ebenso verfahren, bis alle Maultaschen fertig sind. Schweinekrustenbraten. Krachen muss sie die Kruste eines richtig guten Schweinebratens. Wie man das hinbekam, war lange Großmutters Geheimnis. Bis jetzt, denn mit diesem Rezept ist es ganz einfach, das außen knusprige, innen saftige Bratenschmuckstück selbst zu machen. Für 4 Portionen pro Portion ca. 940 Kilokalorien, 35 Zubereitung, 1 Stunde 30 Garen. Erstens, den Backofen auf 220 Grad, Klammer auf, Umluft 200 Grad, Klammer zu, vorheizen. Das Fleisch waschen und trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer einreiben und mit der Schwarte nach unten in einen Bräter, Klammer auf, oder in die Fettpfanne des Backofens, Klammer zu, legen. Zwiebel und Knoblauch schälen und grob würfeln. Möhren schälen und putzen, Tomaten waschen und vom Stielansatz befreien. Beides in grobe Stücke schneiden. Zwiebel, Knoblauch, Möhre und Tomate um den Braten herum verteilen. Die Brühe angießen. Zweitens, den Bräter in den heißen Ofen, Klammer auf, Mitte, Klammer zu, schieben. Nach 30 Min. Herausnehmen, den Braten wenden und die Schwarte mit einem sehr scharfen Messer rautenförmig einschneiden. Die Temperatur auf 200 Grad, Klammer auf, Umluft 180 Grad, Klammer zu, zurückdrehen. Den Braten für 1 weitere Stunde in den Ofen schieben, nun mit der Schwartenseite nach oben. Den Braten mehrmals mit dem Bratenfond begießen, so dass sich eine schöne braune Kruste bildet. 15 vor Ende der Garzeit mehrmals mit Bier bepinseln. Falls die Kruste jedoch zu stark bräunt, lieber mit Alufolie abdecken, sonst wird sie zu hart. Drittens, den Braten herausheben und zugedeckt beiseite stellen. Für die Soße den Bratenfond durch ein Sieb in einen kleinen Topf gießen, dabei das Gemüse gut ausdrücken, Klammer auf, und dann wegwerfen, Klammer zu. Den Bratenfond aufkochen. Die Stärke mit 2 bis 3 Esslöffel Wasser glatt rühren und den kochenden Bratenfond binden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Servieren den Braten mit einem scharfen Messer in Scheiben schneiden und mit der Soße servieren. Dazu passen Kartoffel oder Semmelknödel, Klammer auf, siehe Seite 38 und 41, Klammer zu. Küchenpraxistipp: wird die Schwarte, wie oben beschrieben, erst angeschmort, dann lässt sie sich leicht mit einem scharfen Messer einschneiden. Oder Sie bitten Ihren Metzger, das schon gleich für Sie zu erledigen.
Obwohl wirklich jemand mal versucht hat, einen Hack als Hasenbraten zu verkaufen? Unwahrscheinlich. Aber sei's drum, so manche würde freudig jedes Langohr gegen den würzig-saftigen Hackbraten eintauschen. Für 4 Portionen pro Portion ca. 675 Kilokalorien, 45 Zubereitung, 1 Stunde garen für den Hackbraten, 2 Eier, in 2010 min, hart kochen, abschrecken und pellen. Das Brötchen in einer Schüssel mit warmem Wasser einweichen. Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Petersilie waschen und trocknen, die Blättchen fein hacken. Das Öl in eine Pfanne erhitzen und die Zwiebelwürfel darin in ca. 5 glasig dünsten. Petersilie unterrühren und die Pfanne vom Herd nehmen. 2. Den Backofen auf 220 Grad, Klammer auf Umluft 200 Grad, Klammer zu, vorheizen. Das Hackfleisch in einer Schüssel mit dem gut ausgedrückten Brötchen, dem restlichen Ei und der Zwiebelmischung, verkneten. Mit Salz, Pfeffer, Paprika und Thymian, würzen. Den Hackteig mit angefeuchteten Händen zu einem Leib formen, dabei die hart gekochten Eier in die Mitte drücken. Einen Bräter einfetten und den Leib hineinlegen. Die Hälfte der Fleischbrühe angießen. Den Bräter verschließen, in den Ofen schieben und den Braten 30 garen. Die Temperatur auf 200 Grad, Klammer auf Umluft 180 Grad, Klammer zu, reduzieren, die restliche Brühe angießen und alles weitere 30 offen garen, dabei den Braten mehrmals mit der Brühe übergießen. Drittens, inzwischen den Salat putzen, waschen, trocken schleudern und in schmale Streifen schneiden. Zitronensaft, Mayonnaise, saure Sahne und Senf, glatt rühren. Das Öl mit einem Schneebesen unterschlagen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Viertens, kurz vor dem Servieren den Braten aus dem Bräter nehmen und abgedeckt im Ofen warm stellen. Den Bratenfond in einen kleinen Topf gießen und aufkochen. Die Stärke mit 2-3 Esslöffel Wasser glatt rühren und den kochenden Bratensaft damit binden. Die saure Sahne unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Salat mit der Salatsauce mischen und zum Braten mit Soße reichen. Dazu passen Kartoffelpüree, Klammer auf, siehe Seite 34, Klammer zu, oder Salzkartoffeln. Kraudwickel Großmutter, ging es bewundernswert fix von der Hand, die würzige Fülle in die großen Kohlblätter bis exakt gleich gehe, aber auch mit weniger Übung, schmecken die Kohlrouladen bald wieder kocht und schnell genauso fingerfertig für 4 Portionen pro Portion ca. 610 Kilokalorien, 1 Stunde, 30 Zubereitung, 45 garen, in einem großen Topf reichlich Wasser aufkochen. Vom Weißkohl die äußeren Blätter ablösen, den Strunk großzügig entfernen. Den ganzen Kohlkopf ins kochende Wasser geben. Nach ca. 2 herausnehmen, die äußeren, jetzt weichen Blätter ablösen und kalt abschrecken. Auf diese Weise nach und nach 16 Blätter ablösen, Klammer auf, den restlichen Kohl zum Beispiel für Krautsalat verwenden, siehe Seite 52, Klammer zu. Die Blattrippen glatt schneiden. Zweitens, das Brötchen in warmem Wasser einweichen. Eine Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein würfeln. Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blättchen fein hacken. Das ausgedrückte Brötchen mit Hackfleisch, Zwiebel, Knoblauch, Petersilie, Salz, Pfeffer und Muskatnuss in einer Schüssel zu einem Hackteig verkneten. Würzig abschmecken. Die Kohlblätter trocken tupfen. Auf eines der Blätter einen gehäuften EL-Hackmasse geben. Die Seiten des Blattes darüber schlagen, aufrollen und in ein weiteres Kohlblatt einrollen. Mit Küchengarn zusammenbinden. Auf diese Weise 8 Päckchen rollen. Drittens, das Suppengrün waschen, putzen, schälen und sehr klein würfeln. Die zweite Zwiebel schälen und ebenfalls fein würfeln. Den Backofen auf 200 Grad, Klammer auf Umluft 180 Grad, Klammer zu, vorheizen. Das Eins in einem Bräter erhitzen. Die Krautwickel darin ca. 2 rundherum anbraten, herausnehmen, Suppengrün und Zwiebel im verbleibenden Bratfett ca. 5 andünsten, mit Weißwein ablöschen, kurz einkochen, die Brühe darauf gießen, Kümmel und Lorbeerblätter dazugeben, aufkochen. Viertens, die Krautwickel in den Bräter legen, Bräter mit einem Deckel verschließen, im heißen Ofen ca. 45 schmoren, zum Schluss die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nach Belieben, mit der angerührten Speisestärke binden.
Nudelauflauf mit Tomatensoße, was sich unter der Knusperkruste verbirgt, ist nicht nur die bunte Mischung aus Nudeln, Schinken und Erbsen, es sind vor allem die vielen Erinnerungen, die durch ein Lieblingskindheitsgericht herabbeschworen werden. Für 4 Portionen pro Portion ca. 785 Kilokalorien eine Stunde Zubereitung. Erstens die Nudeln in reichlich Salzwasser bis fest kochen abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Schinken würfeln, Käse reiben. Zweitens für die Soße die Butter in einem Topf erhitzen. Mehl darüber stäuben und goldgelb anschwitzen. Milch unterrühren, dazu gießen, aufkochen. Brühe und Sahne zugeben, aufkochen und unterrühren, 5 leise kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Drittens den Backofen auf 200 Grad, Klammer auf, Umluft 180 Grad, Klammer zu, vorheizen. Thymian waschen, trocknen und Blättchen abzupfen. Jeweils die Hälfte Nudeln, Schinken und gefrorene Erbsen in eine große Auflaufform geben. Mit den Thymianblättchen bestreuen und mit der Hälfte der Soße. Restliche Zutaten einschichten und mit Käse bestreuen. Im heißen Ofen, Klammer auf, Mitte Klammer zu, in 25 bis 30 Min. Goldgelb backen. Viertens inzwischen für die Soße Zwiebel und Knoblauch schälen und sehr fein würfeln. Beides in einem Topf in Öl glasig dünsten. Tomaten und Lorbeerblatt dazugeben, aufkochen. Bei kleiner Hitze 10 bis einkochen. Lorbeer entfernen, die Soße nach Belieben pürieren und mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Zum Auflauf servieren. Variante, Schinkennudeln 350 Gramm Nudeln, Klammer auf, zum Beispiel Spiralnudeln, Klammer zu, bis fest kochen und abgießen. 250 Gramm gekochten Schinken, Klammer auf, in Scheiben, Klammer zu, in schmale Streifen schneiden. Eine Zwiebel schälen und fein würfeln, in 2 Esslöffel Butter in einer großen Pfanne goldgelb andünsten. Schinken dazugeben und kurz mitdünsten. Die Nudeln dazugeben und unterrühren, ca. 3 erhitzen. 3 Eier, 6 Esslöffel Milch, Salz und Pfeffer verquirlen und zu den Nudeln geben. Unterrühren, kurz erhitzen, bis die Eier zu stocken anfangen. Vom Herd nehmen und gleich servieren. Exilschwaben finden die Bubespitzle inzwischen auch fertig in Supermarktkühlregalen. Aber die selbstgemachten sind nicht nur unvergleichlich viel besser, sie zwischen den Handflächen zu formen macht auch einfach Spaß. Für das Sauerkraut 80 Gramm durchwachsener Speck, eine Zwiebel, 1 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, 800 Gramm Sauerkraut, 100 ml Weißwein, 100 ml Apfelsaft, 100 ml Brühe, 5 Wacholderbeeren, 1 Lorbeerblatt, 1 Gewürznelke, 1 bis 2 Teelöffel Kümmelsamen, Klammer auf, nach Belieben, Klammer zu, 1 bis 2 Prisen Zucker, Salz, Pfeffer für die Schupfnudeln. 500 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 4 Eigelbe, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, 1 Esslöffel Speisestärke, 100 Gramm Mehl, Salz, Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss, außerdem Mehl zum Verarbeiten, 4 Esslöffel Butter zum Braten für 4 Portionen, pro Portion ca. 505 Kilokalorien, 1 Stunde 30 Zubereitung für das Sauerkraut, den Speck ohne Schwarte, feinwürfeln, die Zwiebel schälen und feinwürfeln. Speck und Zwiebelwürfel in einem großen Topf im Öl anbraten. Sauerkraut mit Wein, Apfelsaft, Brühe und Gewürzen dazugeben und bei kleiner Hitze 45 abgedeckt schmoren, dabei zwischendurch mehrmals umrühren. Zweitens inzwischen für die Schupfnudeln die ungeschälten Kartoffeln knapp mit Wasser bedeckt in ca. 20 Grad kochen, etwas abkühlen lassen und pellen. Warm durch die Kartoffelpresse drücken. Eigelbe, Speisestärke, Mehl, Salz, Pfeffer und Muskatnuss dazugeben. Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten und würzen. Den Teig halbieren, jede Portion zu einer Rolle von ca. 2 cm Nullformen. Die Rollen in 2 cm breite Stücke schneiden. Jedes zwischen den Händen zu fingerlangen, an den Enden spitz zulaufenden Würstchen formen. Drittens reichlich Salzwasser aufkochen. Die Schupfnudeln hineingeben. Sobald sie aufsteigen, den Topf vom Herd nehmen und die Schupfnudeln noch 2 ziehen lassen. Mit einer Schaumkelle herausheben, kalt abschrecken und gut abtropfen lassen. Viertens kurz vor dem Servieren die Schupfnudeln in der Butter bei mittlerer Hitze in ca. 5 goldbraun braten.
das Sauerkraut mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und mit den Schupfnudeln anrichten. Deftige Krautvariante 500 Gramm mageres Kasseler am Stück in etwas Öl rundherum anbraten. Das Fleisch herausnehmen, dann das Sauerkraut zubereiten. Das Fleisch auf das Kraut legen und kochen wie oben beschrieben. Kasseler in Scheiben schneiden und mit dem Kraut servieren. Zwiebel paktiert, wenn im Herbst die Stunde des jungen Weins schlägt, dann ist die Zeit, einen Zwiebelkuchen zu backen, Freunde einzuladen und mit Federweißem, einen ganz persönlichen Erntedank zu feiern. Für 1 Blech Klammer auf 6 Portionen als Hauptmahlzeit, 8 als Snack Klammer zu, bei 8 Portionen pro Portion ca. 575 Kilokalorien, 1 Stunde 15 Zubereitung 40 Backen. Erstens, für den Teig die Milch lauwarm erhitzen, das Mehl in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde drücken. Die Hefe hineinbröckeln, mit etwas lauwarmer Milch, dem Zucker und etwas Mehl, vom Rand verrühren. Den Vorteig zugedeckt an einem warmen Ort 15. Gehen lassen. Zweitens, übrig lauwarme Milch, weiche Butter in Flöckchen, das Ei und eine türkische Lira Salz, zum Vorteig geben. Zunächst mit den Knethaken des Handrührers, dann mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig kräftig kneten, bis er Blasen wirft und sich vom Schüsselrand löst. Weitere 25 zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. Drittens, inzwischen für den Belag die Zwiebeln schälen und in dünne Ringe schneiden. Den Speck ohne die Schwarte in kleine Würfel schneiden. Die Butter in Ederirprei großen Topf erhitzen, Speck und Zwiebeln, Ahin eingeben und 9-19 andünsten, dabei zwischendurch einige Male umrühren. Mit Galz, Pfeffer und Kümmel abschmecken und etwas abkühlen lassen, bitilen saure Sahne verquirlen, mit Sa und Pfeffer würzen und unser Lell-Zwiebel-Speckmischung rühren. Viertens, den Backofen auf 200 Grad, Klammer auf Umluft 180 Grad, Klammer zu, vorheizen. Die Fettpfanne des Backofens entfetten. Den gegangenen Teig kräftig durchkneten. Auf etwas Mehl in Größe der Fettpfanne ausrollen und Klammer auf die Fettpfanne damit auslegen, dabei einen kleinen Rand formen. Die Füllung darauf verteilen. Im Ofen, Klammer auf unten, Klammer zu, in 35 bis 40 Min, goldgelb backen. Falls der Kuchen zu stark bräunt, nach 20 Min. Mit Backpapier abdecken.